Damen und Herren aus dem Flachland, bevor unsere Hafenrundfahrt ihrem Ende zugeht, darf ich Ihnen noch zwei ganz besondere Attraktionen zeigen. Auf der Steuerbordseite, das ist, um es noch einmal zu wiederholen, die rechte Seite in Fahrtrichtung, sehen Sie ein 300 Meter langes Großbild des Malers Roland Stegemann, auf dem er die 800-jährige Geschichte des Hamburger Hafens dargestellt hat. Ja, und nun zum Abschluss und quasi als Höhepunkt unserer großen Rundfahrt darf ich nun Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf die Rigmer Rigmers lenken, den Stolz unseres Hafens. Genießen Sie den Anblick des wunderschönen Schiffes. Schaut, wo kann ich segeln drum? Es ist aber trotzdem ein Segelschiff. Wärst du mit dem mal eine Reise machen? Na, du. Zum Seemann bin ich nicht geeignet. Das ist nur bei der ersten Hafenrundfahrt so. Bei der zweiten ist er nur mehr ein bisschen schlecht. Jetzt hör auf, Maximilian, mein. Da dreht sich schon der Magen von alleine um. Wenn wir nachher mit der Mama zum Italiener gehen, dann wird es bestimmt wieder besser. Jetzt redst nichts mehr vom Essen, ja? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, ich suche was für meinen Sohn. Was sieht er denn gerne? Ja, Fußball eigentlich. Wie wäre es denn mit den Höhepunkten der letzten Bundesliga-Saison? Ja, das nehme ich. Ein VHS, Super VHS oder Super 8? Ich weiß gar nicht, was wir für einen Rekorder haben. Da müsste ich erst mal anrufen. Ja, drüben an der Säule ist dein Telefon. Ja, danke schön. Bitte. Super 8. Dann hat's ja doch geklappt mit Ihrer Traumstraße, Herr Dr. Sagra. Wann soll es denn losgehen? In 3 Wochen. Und wohin genau? Auf dem Motorrad durch Kalifornien. Das war die Idee von meiner Frau, meiner zukünftigen. Fährt sie mit? Sie werden es nicht glauben, ja. Wie schön. Dann hätten wir noch dieses Modell. Wollen Sie mal probieren? Ach, da fällt mir ein, ich bräuchte noch einen Regenkombi für meine zukünftige. Jetzt weiß ich aber nicht, was die für Größe hat. 36 oder 38. Ja, können Sie nicht telefonieren? Ja, die ist leider den ganzen Tag unterwegs, aber ich könnte vielleicht die Haushälterin anrufen. Ja, kann ich das irgendwo machen? Ja, kommen Sie. Ja, der Schuh passt prima. Ich hoffe, dir hat's auch geschmeckt. Ja, gut war's. Moment. Kann ich bitte auch eine Zeitung haben? Danke. Okay. Weißt was? Jetzt bringen wir Maxi heim, Hausaufgaben machen und ich zeig dir nur die Bank. Ja? Fein. Yeah, I would like to know, do you have a spot on the mark?
Okay. So, Mama, das ist die Frau Heise, mein guter Geist in der Bank. Ich freue mich, dass Sie sich auch mal nach Hamburg trauen. Ja, ich freue mich auch. Meine Tochter hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ja, und Herr Löhlen habe ich das schon vorgestellt. Und da hinten an der Kasse arbeitet der Herr Graumeier, auch ein einsamer Bayer im Land der Wikinger. Und das ist der Herr Rath, der ist für die Devisengeschäfte zuständig. Und da hinter der Tür arbeitet der zukünftige Schwiegersohn. So. Bitte sehr. Ja, Herr Mine, das ist aber eine Überraschung. Oh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, das ist unser Revisor, der Herr Staritz, das ist meine Kollegin Frau Heininger, die Frau Schweiger. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Schweiger. Es tut mir wirklich leid, dass wir uns unter diesen Umständen... Na, unter welchen Umständen denn? Vielleicht denkt man in München, wir hätten unsere Portokasse für nicht postalische Zwecke missbraucht. Also ich muss Ihnen ja wohl nicht sagen, dass so eine Revision ein ganz normaler Vorgang ist. Hier ist meine Legitimation. Ja, Sie entschuldigen mich, Frau Heise, zeigst du der Mama nur die anderen Räume, ja? Mhm, gern. Bis dann. Ja, Herr Staritz, hätten Sie Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich möchte zuerst meine Arbeit machen. Auch nachts? Wenn es sein muss. Selbstverständlich, Herr Staritz. Ja, bitte. Darf ich? Ja, sicher, Herr Graumeier. Was gibt's denn? Seit einigen Tagen kommen immer mehr ältere Kunden, die ihre Konten auflösen. Gerade hat die Frau Schuster angerufen. Na, Sie wissen schon, die Witwe vom Skistandelbesitzer. Sie will heute Nachmittag vorbeikommen und ihre 20.000 abheben. Wenn's kommt, schicken Sie es doch rein zu mir. In Ordnung. Ist es nicht eine Schweinerei? Da verspricht doch so ein Gangster, die Renten zu verdoppeln und zieht den alten Leuten reihenweise das Geld aus der Tasche. Und kein Mensch macht was dagegen. Tja. Aber was sollen denn die Leute mit ihrem Geld machen? Die trauen sich doch gar nicht in diese Bankpaläste hinein. Ja. Schwellenangst. Die Bankpaläste, Mama, ist doch längst vorbei. Danke. Du musst mir sowas nicht mehr, Oma. Ah. Hast du gewusst, dass der Fisch Bismarck-Hering heißt? Ja. Das weiß aber erst, wenn er tot ist. Das muss einem aber gesagt werden. Fanny, dass du so einem Schwindler dein Geld in den Rachen schmeißen, bloß weil er behauptet, dass eines Tages der Rente zu klein ist. Das ist sie ja auch. Fanny, du glaubst doch nicht, dass jemand deine Rente verdoppeln kann. Ja, warum denn nicht? Ich meine, das Geld, das sie den Rentnern nicht geben, das muss ja irgendwo anders abbleiben, oder? Und wenn da wer ist, der die Weichen richtig stellt... Fanny, das ist doch Illusion. Kein Mensch kann sein Geld verschenken. Und wenn er es tut, hat er bald keins mehr. Ja, also ich zieh mich dann zurück. Gute Nacht, Bernhard. Gute Nacht, Fanny. Gute Nacht. Gute Bratkartoffeln, Fanny. Ist was mit der Fanny? Ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal ist ein bisschen Heimweh nach Bayern. Oh. Guten Morgen, Vater Hack. Gut geschlafen? Ja, wie das so geht in meinem Alter. Nicht? Ein bisschen auf der einen Seite, ein bisschen auf der anderen Seite und zwischendurch mal ein bisschen auf dem Bauch. Ich bräuchte heute Morgen wieder mal was Gescheites zum Essen. Lieber Käse ist heute nicht, Frau Heininger. Mein Toaster ist kaputt. Nicht? Wahrscheinlich, weil das Fett da dauernd reintropfen tut. Danke. Ah ja, dann nehme ich heute einen Kopenhagener. Mhm. Der ist sowieso ein bisschen besser für die Linie. Ja, mit oder ohne Senf? Vorderhagen, Kopenhagener mit Senf. Wie schmeckt denn das? Ja, ich dachte, das macht Ihnen nichts aus. Ne? Ihr Leberkäse schmeckt ja auch nicht nach Käse. Ne? Und so gar nicht nach Leber. Das sind eben die barbarischen, bayerischen Essgewohnheiten. Mhm. Deswegen haben sie wahrscheinlich die Römer nicht weiter in den Norden getraut. So, jetzt muss ich aber los. Wiedersehen. Frau Heine, ja? Mhm. Ich hätte Sie doch gerne mal ein Sekündchen gesprochen. Ja, so geheimnisvoll. Ja, es geht um Fanny. Ich glaube, sie ist dabei, eine entsetzliche Dummheit zu machen mit ihrem Geld. Wieso, was macht sie denn? Sie nennt es Anlegen. Die Fanny an der Börse. Nee, sie bringt es zu diesem Heini da in Altona. Haben Sie bestimmt schon von gehört. Ne? Die Zeitungen sind ja jeden Tag voll davon. Ne? Da steigst du mir am Hals. Die spinnt doch wohl, oder? Frau Heiniger,
ich will nicht petzen, aber wenn Sie bei Gelegenheit mal mit ihr sprechen würden. Hm? Ja, bei Gelegenheit sofort. Fanny, Fanny, was hast du bloß dabei gedacht? Doch schließlich meine Sache, was ich mit meinem Geld mache, oder? Das kann ich doch hintragen, wo ich will, oder? Aber doch nicht zu einem Betrüger, wo du eine Bank sozusagen in der Familie hast. Wann bist du denn vorher zu mir gekommen? Mein Gott, man will halt auch mal frei und unabhängig sein, ne? Außerdem hat der Graber dein Herz für Leute wie mich. So. Was gibt er dir denn, wenn er so viel Herz für dich hat? Hm? 20%. 20%? Und was gibst du ihm dafür? Na ja, halt ungefähr den Betrag, den ich später mal als Rente krieg. Aber nach 2 Jahren krieg ich schon mehr heraus, wie ich einzahl. Kannst du mir verraten, wie er das macht? Ein Zauberer, gar kein Zweifel. Fanny, du musst die Sache so schnell wie möglich rückgängig machen. Sonst siehst du überhaupt nichts mehr von deinem Geld. Wenn es nicht eh schon zu spät ist. Um Gottes Willen. Na, meinen's wirklich? Dass Sie gleich zu mir gekommen sind, gnädige Frau. Bitte. Bitte. Immer wieder stoßen meine Kunden auf so viel Neid und Missgunst, dass sie mich ganz verunsichert aufsuchen, weil sie um ihr Geld fürchten. Aber ich habe Ihnen ja noch mal erklärt, wie unsere Solidargemeinschaft aufgebaut ist. Alle für einen, einer für alle. Und wenn jeder mitmacht, werden wir durch eigene Initiative dieses Land in ein Rentnerparadies verwandeln. Trotz der skandalösen Rentenreform, mit der unser Staat sich dafür bedankt, dass wir ein Leben lang hart für ihn gearbeitet haben. Hm. Ja, da haben Sie recht, Herr Grabert. Na, Herr Haag, wollen Sie es sich nicht doch noch mal überlegen? Oh, schön wär's ja, nicht? Aber bei mir ist nichts zu holen. Im Einzelhandel ist tote Hose, ne? Ich arbeite ja nur noch, weil der Mensch nicht den ganzen Tag Skat spielen kann. Ja, also dann, Dankeschön, Herr Grabert, und bis zum nächsten Mal. Ach, ich sehe gerade, gnädige Frau, am 15. sind die Zinsen auf Ihre Einlage fällig. Das sind ja nur noch ein paar Tage. Wissen Sie was? Ich zahle sie Ihnen schon jetzt. Dann brauchen Sie nicht extra zu kommen. Das ist aber wirklich nett, Herr Grabert. Ist das nicht nett vom Herrn Grabert, Alfred? Feine Sache, ja. 100, 10, 117 Mark und 11 Pfennige. Wenn Sie mir das hier bitte quittieren wollen. Ehrlich? Die Brille, Alfred. Ach so, ja. Also dann, vergelt's Gott, Herr Grabert. Na. Dann bis zum nächsten Mal, gnädige Frau. Herr Grabert. Herr Haag. Schaut hin. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das Ehepaar Grabowski, bitte. Ja, das sind Sie. Sag doch mal selber, Alfred, ist der nicht ein nobler Mensch, der Herr Grabert? Also Geld hat er nicht, so viel steht fest. Na, hoffentlich bleibt das auch so. War denn jetzt die Fanny bei diesem Grabert? Ja. Und hat sie ihre Einlage zurückbekommen? Pah, es hätte nicht viel gefehlt und der Vater Haag hätte seinen ganzen Laden verpfändet. Ja, aber du hast mir doch erzählt, dass sie ihr Geld pünktlich bekommen hat. Sogar vorzeitig. Es ist ja nicht verboten, Geld zu verschenken, oder? Aber es ist verboten, alte Menschen zu betrügen. Ja, dann muss man einen der Betroffenen überreden, Anzeige zu erstatten. Vorher rührt kein Staatsanwalt auch nur den kleinsten Finger. Du hilfst mir so nicht. Ja, wenn wir bessere Karten hätten, dann schon. Tja, und mit sowas soll ich nach Amerika fahren? Und das nur auf einem Motorradl.
Wenn ein Bruder unbedingt heiraten will, warum setzt er sich nachher nicht ins nächste Flugzeug und fliegt in die Tschechei und holt sich diese Geburtsurkunde selber? Vielleicht, weil es in Trebitschowice kein Flugplatz gibt. Ja, Radice? Ja, Sagerer. Ja, Ralf Maria Sagerer. 27.07.47. Du, Ceteno, Pateno, Servenke, Debatnesat, Strijet, Sedom. Tak ja to znamená. Dobře, tovarische. Tja, und? Was ist jetzt? Na, langsam müssen wir uns für Debat halten. Gibt's was Neues? Nein, nur die Post. Du sag mal, Bruderherz, warum gehst du nicht einfach aufs nächste Konsulat und gibst ihnen ein bisschen einen Backschisch und dann kriegst du die Geburtsurkunde sofort? Ich mache genau dasselbe wie du, nur auf dem Dienstweg. Ich möchte schließlich noch in diesem Jahrhundert heiraten. Passt mir. Sascha, bevor ich es vergiss, hättest du ein bisschen Zeit für meine Maschine. So, wenn ich meine eigene Amerika-Reise nicht verpassen will, dann muss noch einiges passieren. Ich weiß gar nicht, wie das alles schaffen soll. Das wird langsam für mich hier zum Fulltime-Job. Also, ich bin ja froh, wenn ich wenigstens am Wochenende zum Arbeiten komme. Sagen Sie, ist dieses Geduze hier im Haus der allgemeine Verkehrston? Wenn Sie damit meinen, dass wir hier ein angenehmes Betriebsklima haben, ja. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, ja, allerdings, ich stoße hier im Kundenregister immer wieder auf solche Namen wie Öko, Beef, Naturalis, gesünder wohnen. Also ich hoffe, ich täusche mich. Oder handelt es sich hier um sozusagen unkonventionelle junge Betriebe? Frau Heiningers Lieblingsklienten und unsere Lieblingskundschaft. Keks. Von Ihnen lasse ich mich nicht provozieren, Frau Heise. Von Ihnen nicht. Aus der alternativen Bäckerei. Garantiert ohne Zucker. Ja, danke. Und deshalb, liebe Eltern der Klasse 5D, lade ich Sie recht herzlich ein zum Elternabend am nächsten Dienstag um 20 Uhr. Habt ihr's? Ja. Und würde mich über Ihr zahlreiches Erscheinen sehr freuen. Guten Morgen. Entschuldigung. Und vergesst nicht, eure Mitteilungshefte morgen unterschrieben mitzubringen. Na, Maximilian Heininger, was war's denn diesmal? Mein Wecker hat nicht geklingelt. So, obwohl wir heute erst zur dritten Stunde da sein mussten. Na, deinen Schlaf möchte ich haben. Was war denn los? Ich hab keine Lust, den Deutschen mal einen Depp zum Spielen. Ich steig aus und suche meinen Job. Wenigstens bist du rechtzeitig zur Rückgabe der letzten Deutscharbeit gekommen. Meine Herrschaften, ich bin sehr unzufrieden mit euch. Es gibt 6 Sechser. Und nur eine einzige Eins. Und die hat Maximilian Heininger. Gratuliere! Dafür darfst du dir etwas wünschen. Alles, was du willst. Kommst du noch mit in den Imbiss? Nein, ich muss mir erst noch was wünschen. Also, komm jetzt. Aber wenn ich der Fanny und all den anderen alten Menschen helfen will, dann ist es der einzige Weg. Ich muss sie dazu bringen, Anzeige zu erstatten. Das ist vorsichtig ausgedrückt, hart am Rande der Legalität. Das, wo uns gerade diese Laus Starrels im Pelz sitzt. Du solltest so schnell wie möglich deinen Stiefvater in München verständigen. Das tue ich ja auch, Ralf. Aber das hat doch erst den Sinn, wenn ich weiß, ob der Graben überhaupt anbeißt. Dann sollten wir wenigstens aufpassen, dass uns unser Revisor nicht beim Angeln erwischt. Das tät uns nämlich gerade noch fehlen. Also, was ist? Machst du jetzt mit? Also gut. Aber eines sag ich dir, wenn irgendwas schief geht, du bist schuld. Steig aus, du Scheißerl. Herr Löhlein. Herr Doktor. Sagen Sie mal, Herr Löhlein, ja. Was würden Sie denn machen, wenn Ihre Frau beim Fernsehen plötzlich aufsteht und sagt, ich gehe jetzt in die nächste Kneipe eine Runde Skat spielen? Ich würde mitgehen.
Gott sei Dank. Jeder nur einen Karton. Ergebe mich. Keine Munition mehr. Also, Maxl, aber eins versprichst du mir. Entweder du schreibst nie wieder einen Einser, oder du denkst dir als Belohnung etwas anderes aus als eine Negerkussschlacht. Warum? Du hast doch gesagt, ich darf mir wünschen, was ich mag. Ja, leider. Aber Alter schützt vor Torheit nicht. Wieder liebe Onkel Doktor von nebenan. Gut. Wir sind uns also einig, Herr Grabert. Die Bayernbank übernimmt das Depot des Seniorenfonds zu 1% mehr als den üblichen Zins. Zunächst einmal auf ein Jahr und dann mit anschließender monatlicher Kündigungsfrist. Was bewegt die Bayernbank mehr anzubieten als die anderen Institute? Sie werden es nicht glauben, aber Geld bedeutet uns nicht alles. Wir honorieren auch das, was damit geschieht. Und Ihr Seniorenfonds, sein soziales Anliegen, hat uns ganz einfach neugierig gemacht. Da wollen wir dabei sein. Es scheint uns überaus förderungswürdig. Danke für die Blumen, Frau Heininger. Ach, ich habe noch so viele Träume und Pläne. Zum Beispiel einen genossenschaftlichen Seniorenreisedienst. Oder ganze Siedlungen für ältere Menschen, nach dem Modell der SOS-Kinderdörfer. Vielleicht kommen wir da auch zusammen. Würde mich freuen. Was wären wir ohne große Ziele? Auf eine gute gemeinsame Zukunft. Herr Petersen, Ihre Mittagspause ist schon seit einer Viertelstunde hier, vorbei. Bitte? Was war's denn diesmal? Waren die Pumpfritz noch nicht geschält? Ich habe mir nur eine neue Kassette gekauft. Echt Schack Musik, sollten Sie mal reinhören. Ich frage mich, wie es den ganzen Tag lang am Schalter ohne das Ding da aushält. Beim Schlafen stört das ja. So. Die Kundenkartei von Grabert. Ah ja, danke. Ist noch was, Weise? Sagen Sie, was ist das eigentlich für ein Vorgang? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Engel von Altona. Das Genie, das alte Menschen um ihre Ersparnisse bringt. Ach du lieber Gott. Und so einer ist Kunde bei uns. Wie viel hat er denn den Rentnern schon aus der Nase gezogen? Ja. Schatz. Tja. 2.655.246 Mark 16. Mhm. Ja, dann mal ran an die Buletten, wie man hier so sagt. Aktion, Zeugen überzeugen. Viel Glück. Ah, wie? Aber Frau Heise, machen Sie mir doch bitte schön davon eine Kopie für meinen Bericht. Ja, gern. Entschuldigen Sie bitte, Herr Staritz, aber Sie sehen ja, ich muss. Ach so, ja. Entschuldigung. Auerbach? Spreche ich mit Frau Auerbach? Ja? Grüß Gott, Sagerer. Dr. Sagerer von der Bayernbank. Wie bitte? Bayernbank. Ach so. Jawohl. Frau Auerbach, ich möchte gerne mit Ihnen über Ihr Rentenkonto bei Herrn Grabert reden. Mit dem Tuning schafft Ihr Bruder nicht nur Kalifornien rauf und runter. Damit saust er auch im Tiefflug über den Atlantik, wenn es sein muss. Ja, dann bring es am besten und dann sitzt doch eine Schwimmweste an. Was heißt eine? Zwei, für seine Freundin auch noch eine. Will wirklich mit seiner Freundin los? Na, umgekehrt. Wieso umgekehrt? Ja, sie mit ihm. Nein, Herr Feiler, Sie kriegen das Geld von uns zurück. Wir wollen nur, dass Sie Anzeige gegen den Herrn Grabert erstatten. Und was ist mit meinen 20%? Wir zahlen Ihnen doch keine 20% Zinsen. Also kein Mensch zahlt Ihnen 20%. Schauen Sie, dieser Grabert, das ist ein Betrüger. Ach, das ist doch Unsinn. Herr Feiler,
was auch immer im Augenblick hier vor sich geht, Herr Dr. Sagerer, ich warne Sie davor, eine Lawine ins Rollen zu bringen, die Ihnen über den Kopf steigen könnte. Wir versuchen nur, ein schwarzes Schaf des Geldgewerbes zur Strecke zu bringen. Ja, aber überschreiten Sie da nicht ein bisschen Ihre Kompetenzen? Ich meine, das ist doch eigentlich Sache der Polizei, ne? Wo kein Kläger, da keine Polizei. Und außerdem lassen Sie das bitte meine Sorge sein. Gut, ist ja alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Frau Heise? Frau Heise? Ja? Haben wir noch einen Kaffee? Ja, gern. Feile Roman. Mein Gott. Na, besser? Na. Ich kann nicht verstehen, wie viele alte Leute die Wahrheit einfach nicht mitkriegen wollen. Einfach verdrängen. Vielleicht, weil ihnen im Leben die Wahrheit schon verdammt wenig Glück gebracht hat. Aber ich kann ja nicht untätig zuschauen, wie dieser Grabert ihnen die gesamten Ersparnisse wegnimmt. Ach, tut er das? Na, schlimmer noch. Die Mitglieder des Solidarfonds verpflichten sich, Engpässe im Zinsfluss selbstschuldnerisch zu übernehmen. Das heißt, sie verpflichten sich freiwillig, Schulden zu machen. Das ist ein Ding. Dabei sieht der Mann ganz harmlos aus. Wenn ich die Fanny nur dazu kriegen könnte, Anzeige zu erstatten. Eine wird schon genügen, aber die ist genauso renitent und stur wie die anderen. Ja, da hilft nur noch ein Trick. Hör mal zu, mein Kind. Na, Vaterhack, das ist nicht mein Kragenweite. Dann ist Fannys Geld futsch. Und das der anderen, alten Leute auch, wenn ihnen das lieber ist. Na, natürlich nicht, aber es muss doch nur einen anderen Weg geben. Nein, nein, nein. Es gibt einen Weg. Wie bei Wilhelm Tell. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Vielleicht haben Sie recht. Manchmal muss man vielleicht mit gezinkten Karten spielen. Die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Mhm. 1.000, 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist alles, was ich nur bei dem Grabert habe retten können. Ja, aber ich habe ihm doch 4.000 gegeben. Sei froh, Fanny. Die meisten anderen sind überhaupt nichts mehr von dem Geld. Alles weg, futsch. Es war einmal. Was hat er denn damit gemacht? Die Yacht hat er sich dafür gekauft. Na, ehrlich. Mitsamt den nackerten Weibern. Mitsamt den nackerten Weibern. Und Katakiri. Was ist denn das? Eine Insel in der Südsee. Ja, weil er da sein Seniorendorf bauen möchte. Weil er dort ein Spielerparadies bauen will. Na. Ja, so ein Dreck, der wüsste ihn. Und das mit unserem Geld, ja, für Teufel. Sozusagen aus Rentenmitteln. Ja, ja, Sie haben gut reden, Frau Julia. Was jetzt? Jetzt kriegst du ein richtiges Konto bei der Bayernbank. Mit ganz normalen Zinsen. Und meine 1.300 Mark Verlust? Kriegst du als Prämie dazu. Aber nur, wenn du bei mir jetzt zur Polizei gehst und Anzeige erstattest. Ja, das mache ich auch, Frau Julia. Warten Sie sich ziemlich nur geschwind um, gell? Bravo. Nicht schlecht, wie Sie das machen, Frau Kommissar. Seit ich mit dem Grabert umgehe, habe ich mich zur routinierten Lügnerin entwickelt. Sagen wir mal, Schwindlerin. Nein, nein, es ist schon Lügen. Aber wenn es der Wahrheitsfindung dient. Du, sag mal, wo ist denn eigentlich deine Mutter? Eingeladen bei den Vandals zum Bridge. Also ich war noch nie bei den Vandals zum Bridge eingeladen. Mein Vater, der Konsul, waren alte Studienfreunde. Die Meisterzocker der Universität, hä? Ach so. Und Sie, Herr Vandal, Sie spielen gar nicht? Selten Karten. Schon gar nicht mit meinem Vater. Er nennt alles, was in diesem Hause gespielt wird, Bridge. Würde er die hanseatischen Geizhälse zum Pokerspiel einladen, käme garantiert keiner. Hendrik spielt lieber Golf. Am liebsten mit ihrer Tochter. Ja, Golf spielen. Das hat Julia von ihrem Vater. Er hat sie schon mit 8 Jahren mitgenommen. Und mit 12
hatte sie ein Handicap von 24. Ich erhöhe. Aha, dann gehe ich mit. Na? Überlegen Sie, was Ihr Mann gemacht hätte. War im Poker nicht zu schlagen. Ich will sehen. Gott sei Dank. Puh, voll aus. Wenn man so überlegt, wir waren doch alle mal ganz plitsche Jungs, denen keiner was vormachen konnte. Muss man denn im Alter wirklich so knatterig werden, dass man an jeder Ecke beschissen wird, ohne was davon zu merken? Leg dich nicht auf, Alfred, bitte ihn. Ich will mich mal aufregen, das ist mein gutes Recht. Sag hier mal, der Buddel. Für mich. Ja. Au! Alfred, oh, ist was? Das Bier muss zu kalt gewesen sein. Oh, oh Mist, so... Mensch, mach keinen Schwatz! Du, das kannst du doch nicht machen! Das ist ein Infarkt, das sag ich dir! Notarzt, aber schnell! Ein, zwei, drei Asse. Puh, also, jetzt haben Sie doch tatsächlich schon wieder gewonnen, Herr Konsul. Weil er geschummelt hat, wie immer. Ja, mein leiblicher Sohn, deshalb spielt er nicht mit mir. Oh, danke. Fühlen Sie sich wohl hier oben im Norden? Oh ja, Hendrik ist zauberhaft. Mein zukünftiger Schwiegervater ist zauberhaft. Und was die kleinen täglichen Busseiten angeht, kann ich von beiden noch viel, viel lernen. Ja, aber vielleicht bleibe ich dir so lange gar nicht erhalten. Denn mir geht's gerade durch den Kopf, wenn Hendrik endgültig die Bank übernimmt. Ja, wo bleibe ich? Wo bleibe ich? Vielleicht miete ich mich bei euch in Tegelsee ein. Wunderbar. Und Schweiger, Sie und ich machen Pläne, wie wir die Welt aufmischen würden, wenn wir 30 Jahre junge wären. Ja. Und dann kalten Winterabend in eine Partie Monopoly. Da ruinierst du deine Mitmenschen wenigstens nur im Spiel. Er ist doch unverschämt. Aber mein Sohn. Was ist, Familie? Schwiegertochter. Spielen wir noch eine? Es bleibt ja in der Familie. Ja, aber nur noch eine Runde, denn die meine wartet auf mich. Ach, schade. Wahrscheinlich Herzinfarkt. Kein Wunder, wie der gelebt hat. Den ganzen Tag Karten spielen. Professor Brunnemann, bitte in den OP. Professor Brunnemann, bitte dringend in den OP. Sag mal, bist du ganz allein? Na, aber die lassen mich doch nicht rein. Geld. Ich hab's zurückgekriegt. Gott sei Dank. Meine Rente hätte für uns beide nicht gelangt. Jetzt reg keinen Schmarrn, Alfred. Du musst dich ausruhen. Übrigens, einen schönen Gruß von den Heiningers. Auch von Max? Was denkst denn du? Der sitzt draußen, aber sie lassen ihn da nicht herein. Wenn du ihn sehen willst, musst du schon hinausgehen. Ja. Ja. Gib mir Mühe. Du, die Frau Julia lass dir ausrichten. Wenn du über den Berg bist, dann soll ich dich wieder aufpäppeln. Und zwar drunten in Tegernsee. Auf ihre Kosten. Und solange wir wollen, ist es nix.
Ich kann doch gar kein Bayerisch. Dafür können die kein Blatt. Jetzt haben wir den Grabert. Das ist die Durchschrift von Fannys Anzeige. Alles andere ist Sache der Staatsanwaltschaft. Da müssen wir nur aufpassen, dass sich der Bursche nicht absetzt. Ohne Geld. Mit 2,6 Millionen, das reizt. Wieso, das Geld ist doch längst angewiesen. An, aber nicht überwiesen. Das Geld ist noch nicht da. Was? Ich muss sofort den Staatsanwalt informieren. Oh, gut, dass ich Sie finde, Frau Henninger. Ich habe mir gerade den Vorgang Seniorenfonds Grabert angesehen. Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass ich in meinem Revisionsbericht darüber Meldungen machen muss. Ne? Dann vergessen Sie bitte nicht zu melden, wie viele alte Leute sonst ihr Geld verloren hätten. Es ist nicht meine Aufgabe zu kommentieren, sondern festzustellen. Und ich stelle fest, dass Sie sich in diesem Fall auf ein offensichtlich unseriöses Geschäft eingelassen haben, dessen Risiken keineswegs abgedeckt sind. Nicht? Und dass Sie dem Kunden entgegen den geltenden Bestimmungen einen extrem hohen Zinssatz gewährt haben. Wir werden das Kind schon schaukeln, Frau Henninger, gell? Ich bin nur so lange aufholt. Komm ich eigentlich dazu? Sie haben doch nichts gegen mich in der Hand. Lassen Sie das bitte meine Sorge. Diesen Ton finde ich schon gleich gar nicht. Hier ist alles korrekt. Das werden wir sehen. Hier ist alles korrekt. Ach. Wollten Sie verreisen, Herr Grabert? Ist aber gar nicht mehr nötig. Wir bieten Ihnen nämlich einen Pauschalaufenthalt mit Vollpension zum Nulltarif. Ist das nichts? Sie haben mein Lebenswerk zerstört. Lieber Lebenswerk zerstört als den Lebensabend hunderter gutgläubiger alter Menschen. Und Ihnen habe ich vertraut. Und ich Ihnen nicht. Das ist der kleine Unterschied. Kommen Sie, Herr Grabert. Sie sorgen dafür, dass alle Akten ins Präsidium kommen. Wir sehen uns ja noch. Danke übrigens. Ja, sind wir jetzt da. Ja, gehen Sie bitte. Ich habe vor allem Kleingeld. Unverschämtheit. Sie machen, was Sie wollen. Ja, 50er und 100er. So, der Nächste. Ja. Links ist ein hier. Na, wie fühlt man sich denn, wenn man seinen ersten Fall gelöst hat, Frau Kommissar? Nicht schlecht. Aber warten nur ab, bis der Staat jetzt erstmal Meldung an die Münchner Zentrale gemacht hat. Okay, da reiten wir doch schon längst über die Highways von Kalifornien und unser Revisor. Ja. Na, der nicht. Du, wir kannten ja eigentlich ein paar Jumbos früher nach Amerika fliegen. Ist denn dein Motorrad schon fertig? Keine Ahnung, aber der Sascha wollte sich drum kümmern. Dann kannst du da. Endlich, gut, dass Sie endlich da sind. So was habe ich noch nicht erlebt. Was ist denn? Seit wir diese Rentnermillion haben, geht's ja zu wie beim Sommerschlussverkauf. Dagegen war der Überfall im letzten Jahr wie ein Kindergeburtstag. Frau Heidinger, Dr. Seiler, Sie müssen etwas unternehmen, bitte. Bitte kommen Sie rein und sehen Sie sich das an. Gottes Willen. Ach du Liebe, Sie haben von Graberts Verhaftung im Radio gehört. Plötzlich waren Sie da und verlangten Ihr Geld zurück. Das finden Sie in meinem Bericht wieder, auch wenn es niemand glaubt. Ja, Herr Staritz, das ist schon in Ordnung. Danke. Darf ich mal vorbei? Moment, ich bin ganz bereit. Ja, danke. Wo liegt denn das Problem? Schauen Sie sich mal die Beträge an. Das sind doch ganz normale Summen. Davon kommen wir schon. Die Heller stimmen, aber die Pfennige. Ach, ich verstehe. Also, Moment. Wie kommen Sie denn zu unserem Geld? Einer von uns beiden muss die Leute jetzt beruhigen. Wer denn, du oder ich? Darf ich einen Augenblick um Ruhe bitten? Danke. Ich bin die Frau Heininger, die Leiterin der Bank. Und ich verspreche Ihnen, dass jeder von Ihnen sein Geld kriegt. Einer nach dem anderen. Aber nicht alle auf einmal. Ich
Ratatata! Geschafft! Die Tschechen schicken die Geburtsurkunde genau hierher. Also das glaube ich nicht. Ja, wenn ich dir sage, das Motorrad ist auch fertig, nur den internationalen Führerschein, den musst du selbst abholen, gell? Also, viel Spaß. Sascha, danke dir, gell? Danke. Übrigens, Sie werden von mir noch hören. Ja, das hilft jetzt alles nichts. Jetzt müssen wir heiraten. Du, gell? Mensch, Mama, schaust du gut aus. Glaubst du, die Amerikaner halten mich so aus? Ja, freilich. Du, Mama, was bringst du denn eigentlich aus Amerika mit? Was du willst. Bloß die Freiheitsstatue, die gebe ich nicht so gern her. Ein Baseballschläger hätte ich gern. Kriegst du. Frau Julia, Telefon aus München, der Herr Direktor Schweiger. Ich nehme hier oben ab, danke. Bernhard, was ist denn? Bist du nur in der Bank? Nein, ich bin nicht mehr im Büro. Ich bin in Tegernsee. Du, der Staritz von der Revision macht einen ziemlichen Wirbel hier. Der hat nicht den geringsten Anlass dazu. Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Aber der Vorstand erwartet eine Erklärung von dir. Naja, als Tochter meiner Frau schaut man dich natürlich mit anderen Augen an. Na, wie soll ich denn das machen? Der Ralf und ich, wir wollen doch in ein paar Tagen in Urlaub fahren. Ja, eure Amerikareise. Nein, nein, die ist nicht gefährdet. Das ist nur ein politischer Auftritt hier. Wenn da nicht noch was anderes wäre. Guten Morgen, Fanny. Na? Haben Sie gut geschlafen? Guten Morgen, Herr Doktor, es geht. Unsere ersten Kritiken sind fabelhaft. Wir sind Stadtgespräch. Guten Morgen. Grüß dich. Ist was? Ist euch der Toast angebrannt? Hm? Ich geh dann, führt euch. Also dann, falls was ist, ich bin im Krankenhaus, gell? Vielleicht hättest du die Güte, mir zu sagen, was hier eigentlich los ist. Machst du eine Tasse Tee? Ja. Ich muss nach München. Der Stahlz hat einen Riesenwirbel gemacht. Na und? Unser Grabertstück ist doch hervorragend gelaufen. Da, Schlagzeilen sind der Beweis. Darum geht's doch gar nicht. Die Bayernbank hat im Devisengeschäft einen Verlust von fast 600.000 Mark gemacht. Auf Hamburger Kunden. Oh, Verzeihung. 600.000 Mark gewesen, sowas möglich? Das weiß ich nicht. Wir haben einen U-Boot-Fahrer in der Bank. Irgendjemand dreht da ein Riesending. Amerika.at. Tja. Dann rufe ich gleich mal unser Reisebüro an. Du fährst auf jeden Fall. Es ist ja in erster Linie deine Reise. Jetzt ist ja aber auch schließlich meine Bank. Außerdem, was mache ich denn allein in Kalifornien? Traust mir nicht zu, dass ich den Fehler ohne dich finde. Ach, das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich möchte dich einfach nicht in diesem Schlamassel zurücklassen. Du kannst mit deinem Bruder fahren. Der ist genauso motorradelnarrisch wie du. Ach, Geldnis. Außerdem weiß ich gar nicht, ob der Zeit hat. Er hat. Ich habe schon mit ihm telefoniert. Moment. Also gegen diese Art der Überrumpelung protestiere ich. Protestieren kannst du. Aber was zu sagen hast du erst wieder, wenn du von der Reise zurück bist. So, und jetzt gehe ich und packe unsere Sachen für München. Ja, super. Das ist ja kein Motorrad, das ist ja ein Moped. Du, ich würde sagen, setz dich erstmal drauf, fahr damit und dann sehen wir weiter, gell? Wer weiß schon, was in Amerika für Straßen uns erwarten, gell? Na denn, viel Spaß. Ja, danke. Vielen Dank. Thank you.
dass ich freiberuflich bin. Am besten nehme ich gleich 365 Tage bezahlten Urlaub. Ja, jetzt hörst du aber auf damit. Ich habe nie gesagt, dass du mit nach Amerika fahren musst. Aha, so ist es also. Ich bin ja selber nicht sicher, ob ich wirklich fahre. Auf den Schadensersatzprozess, den ich dir dann anhänge, auf den kannst du jetzt schon freuen. Also, auf geht's weiter. Wir müssen viel zu tun. Aber Frau Heininger, Sie wissen selber, dass Ihre Krawat-Aktion eher in den Wilden Westen gehört als in der Bank. Der Erfolg der Operation rechtfertigt nicht Ihr eigenmächtiges Vorgehen. Und zur gleichen Zeit entsteht in der Devisenabteilung unter Ihrer Aufsicht ein Schaden von 600.000 Mark. Meine Herren, mir ist natürlich daran gelegen, die Sache restlos aufzuklären. Aber bevor wir nicht wissen, ob ein Computerfehler vorliegt oder ein kriminelles Delikt, bitte ich Sie, im Interesse der Bank von einer Einschaltung der Staatsanwaltschaft abzusehen. Hey, Bruder, nicht träumen, packen. So kommen wir nie nach Amerika. Wir machen uns da drüben einen riesen Lenz und die Julia steckt in der Folterkammer. Ja, es gibt manche Frauen, die brauchen so etwas. Der als Engel von Altona bekannt gewordene Spekulant Grabert hat in der Untersuchungshaft in Hamburg ein volles Geständnis abgelegt. Wie bereits gemeldet, hatte Grabert in den letzten 6 Monaten mehr als 700, überwiegend alte Menschen, mit einem sogenannten Rentnerfonds... Ja, da legst du dich nieder. Ja, so ein Hotel. Mama ist doch super, oder? Das kannst du laut sagen, mein Lieber. Super. Ein Engel ist sie. Deine Mama. Über dem relativ kalten Wasser entstehen Nebel- und Hochnebelfelder. Diese bekommen wir dann über die Nordsee. Bist du noch in München? Ich bin jetzt am Tegernsee bei der Mama heraus. Wie war denn die Sitzung? Schlimm. Oh, nicht so schlimm. Der Stadlinger hat wieder gestänkert wie immer, aber ich wurschtel mich da schon durch. Viel schlimmer ist, dass das Bundesaufsichtsamt Wind gekriegt hat von unserer Devisengeschichte. Ich habe auch schon einen bestimmten Verdacht. Das erzähle ich dir, wenn ich in Hamburg bin. Glaubst du denn, dass wir uns überhaupt von meiner Abreise noch einmal sehen werden? Ja, natürlich komme ich noch. Um dir auf Wiedersehen zu sagen. Naja, das ist wenigstens etwas. Ich habe dir übrigens die gesamten Devisenunterlagen vom letzten Jahr zusammengestellt. Hast du mit sonst jemand in der Bank darüber gesprochen? Nein, das habe ich ganz allein gemacht. Du musst die Sache diskret behandeln. Rede mit keinem Menschen ein Wort darüber. Weil wenn an der Geschichte manipuliert worden ist, dann müssen wir ganz sicher sein. Du hast ja recht. Mach dir keine Sorgen. Ich schaffe das schon allein. Ja, das weiß ich doch. Viel Glück. Ach, Julia, du fühlst mir so sehr. Bayern Bank. Ach so. Jawohl. Frau Auerbach, ich möchte gerne mit Ihnen über Ihr Rentenkonto bei Herrn Grabert reden. Mit dem Tuning schafft Ihr Bruder nicht nur Kalifornien rauf und runter. Damit saust er auch im Tiefflug über den Atlantik, wenn es sein muss. Ja, dann bring es am besten und dann sitzt doch eine Schwimmweste an. Was heißt eine? Zwei, für seine Freundin auch noch eine. Er will wirklich mit seiner Freundin los? Na, umgekehrt. Wieso umgekehrt? Ja, sie mit ihm.
Nein, Herr Feiler, Sie kriegen das Geld von uns zurück. Wir wollen nur, dass Sie Anzeige gegen den Herrn Grabert erstatten. Und was ist mit meinen 20%? Wir zahlen Ihnen doch keine 20% Zinsen. Also kein Mensch zahlt Ihnen 20%. Schauen Sie, dieser Grabert, das ist ein Betrüger. Ach, das ist doch Unsinn. Herr Feiler? Was auch immer im Augenblick hier vor sich geht, Herr Dr. Sagerer, ich warne Sie davor, eine Lawine ins Rollen zu bringen, die Ihnen über den Kopf steigen könnte. Wir versuchen nur, ein schwarzes Schaf des Geldgewerbes zur Strecke zu bringen. Ja, aber überschreiten Sie da nicht ein bisschen Ihre Kompetenzen? Ich meine, das ist doch eigentlich Sache der Polizei, ne? Wo kein Kläger, da keine Polizei. Und außerdem lassen Sie das bitte meine Sorge sein. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Frau Heise? Frau Heise? Ja? Haben wir noch einen Kaffee? Ja, gern. Feiler, Roman. Mein Gott. Na, besser? Na. Ich kann nicht verstehen, wie viele alte Leute die Wahrheit einfach nicht mitkriegen wollen. Einfach verdrängen. Vielleicht, weil ihnen im Leben die Wahrheit man verdammt wenig Glück gebracht hat. Aber ich kann ja nicht untätig zuschauen, wie dieser Grabert ihnen die gesamten Ersparnisse wegnimmt. Ach, tut er das? Na, schlimmer noch. Die Mitglieder des Solidarfonds verpflichten sich, Engpässe im Zinsfluss selbst schuldnerisch zu übernehmen. Das heißt, sie verpflichten sich freiwillig, Schulden zu machen. Das ist ein Ding. Dabei sieht der Mann ganz harmlos aus. Wenn ich die Fanny nur dazu kriegen könnte, Anzeige zu erstatten. Eine wird schon genügen, aber die ist genauso renitent und stur wie die anderen. Ja, da hilft nur noch ein Trick. Hör mal zu, mein Kind. Na, Vaterhack, das ist nicht mein Kragenweite. Dann ist Fannys Geld futsch. Und das der anderen, alten Leute auch, wenn ihnen das lieber ist. Na, natürlich nicht, aber es muss doch nur einen anderen Weg geben. Nein, nein, nein. Es gibt einen Weg. Wie bei Wilhelm Tell. Dann hätten wir noch dieses Modell. Wollen Sie mal probieren? Ach, da fällt mir ein, ich bräuchte doch einen Regenkombi für meine zukünftige. Jetzt weiß ich aber nicht, was die für Größe hat. 36 oder 38. Ja, können Sie nicht telefonieren? Ja, die ist leider den ganzen Tag unterwegs, aber ich könnte vielleicht die Haushälterin anrufen. Ja, kann ich das irgendwo machen? Ja, kommen Sie. Ja, der Schuh passt prima. Ich hoffe, dir hat's auch geschmeckt. Ja, gut war's. Moment. Kann ich bitte auch eine Zeitung haben? Danke. Okay. Weißt was? Jetzt bringen wir Maxi heim, Hausaufgaben machen und ich zeig dir nur die Bank. Ja? Fein. Yeah, I would like to know, do you have a spot on the mark? Okay. So, Mama, das ist die Frau Heise, mein guter Geist in der Bank. Ich freue mich, dass Sie sich auch mal nach Hamburg trauen. Ja, ich freue mich auch. Meine Tochter hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ja, und Herr Löhlen habe ich das schon vorgestellt. Und da hinten an der Kasse arbeitet der Herr Graumeier, auch ein einsamer Bayer im Land der Wikinger. Und das ist der Herr Rath, der ist für die Devisengeschäfte zuständig.
Und da, hinter der Tür, arbeitet der zukünftige Schwiegersohn. So. Bitte sehr. Ja, Hermine, das ist aber eine Überraschung. Grüß dich, Ralf. Oh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, das ist unser Revisor, der Herr Staritz, das ist meine Kollegin Frau Heininger, die Frau Schweiger. Grüß Gott, Frau Schweiger. Es tut mir wirklich leid, dass wir uns unter diesen Umständen... Na, unter welchen Umständen denn? Vielleicht denken... Geschafft! Die Tschechen schicken die Geburtsurkunde genau hierher. Also, das glaube ich nicht. Ja, wenigstens die Sage. Das Motorrad ist auch fertig, nur den internationalen Führerschein, den musst du selbst abholen, gell? Also, viel Spaß. Sascha, danke dir, gell? Danke. Übrigens, Sie werden von mir noch hören. Ja. Das hilft jetzt alles nichts. Jetzt müssen wir heiraten. Du Gay. Mensch, Mama, schaust zu gut aus. Glaubst du, die Amerikaner halten mich so aus? Ja, freilich. Du, Mama. Hm? Was bringst man eigentlich aus Amerika mit? Was du willst. Bloß die Freiheitsstatue, die gebe ich nicht so gern her. Einen Baseballschläger hätte ich gern. Kriegst du. Frau Julia, Telefon aus München, der Herr Direktor, ja, Fanny, Schweiger. Ich nehme hier oben ab, danke. Bernhard, was ist denn? Bist du nur in der Bank? Nein, ich bin nicht mehr im Büro. Ich bin in Tegernsee. Du, der Staritz von der Revision macht einen ziemlichen Wirbel hier. Der hat nicht den geringsten Anlass dazu. Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Aber der Vorstand erwartet eine Erklärung von dir. Naja. Als Tochter meiner Frau schaut man dich natürlich mit anderen Augen an. Na, wie soll ich denn das machen? Der Ralf und ich, wir wollen doch in ein paar Tagen in Urlaub fahren. Ja, eure Amerikareise. Nein, nein, die ist nicht gefährdet. Das ist nur ein politischer Auftritt hier. Wenn da nicht noch was anderes wäre. Fanny, na, haben Sie gut geschlafen? Guten Morgen, Herr Doktor, es geht. Unsere ersten Kritiken sind fabelhaft. Wir sind Stadtgespräch. Guten Morgen. Grüß dich. Ist was? Ist euch der Toast angebrannt? Hm? Ich geh dann, für dich. Also dann, falls was ist, ich bin im Krankenhaus, gell? Vielleicht hättest du die Güte, mir zu sagen, was hier eigentlich los ist. Machst du eine Tasse Tee? Ja. Ich muss nach München. Der Staritz hat einen Riesenwirbel gemacht. Na und? Unser Grabertstück ist doch hervorragend gelaufen. Da, Schlagzeilen sind der Beweis. Darum geht's doch gar nicht. Die Bayernbank hat im Devisengeschäft einen Verlust von fast 600.000 Mark gemacht. Ja, 50er und 100er. So, der nächste. Ja. Links ist rein hier. Na, wie fühlt man sich denn, wenn man seinen ersten Fall gelöst hat, Frau Kommissar? Nicht schlecht. Aber warten wir ab, bis der Staritz erst mal Meldung an die Münchner Zentrale gemacht hat. Okay, da reiten wir doch schon längst über die Highways von Kalifornien und unser Revisor. Na, der nicht. Du, wir kannten ja eigentlich ein paar Jumbos früher nach Amerika fliegen. Ist denn dein Motorrad schon fertig? Keine Ahnung, aber der Sascha wollte sich drum kümmern. Dann kannst du da. Endlich, gut, dass Sie endlich da sind. So was habe ich noch nicht erlebt. Was ist denn? Seit wir diese Rentnermillionen haben, geht's hier zu wie beim Sommerschlussverkauf. Dagegen war der Überfall im letzten Jahr wie ein Kindergeburtstag. Frau Heininger, Dr. Seiler, Sie müssen etwas unternehmen, bitte. Bitte kommen Sie rein und sehen Sie sich das an. Gottes Willen. Ach, du Liebe, Sie haben von Graberts Verhaftung im Radio gehört. Plötzlich waren Sie da und verlangten Ihr Geld zurück. Das finden Sie in meinem Bericht wieder, auch wenn es niemand glaubt. Ja, Herr Staritz, das ist schon in Ordnung. Danke. Bitte. Darf ich mal vorbei? Moment, ich bin gar nicht so weit. Ja, schön, danke. Wo liegt denn das Problem? Schauen Sie sich mal die Beträge an. Das sind doch ganz normale Summen. Davon kommen wir schon. Die Heller stimmen, aber die Pfennige. Ach, ich verstehe. Also, Moment.
Einer von uns beiden muss die Leute jetzt beruhigen. Wer denn, du oder ich? Darf ich einen Augenblick um Ruhe bitten? Danke. Ich bin die Frau Heininger, die Leiterin der Bank, und ich verspreche Ihnen, dass jeder von Ihnen sein Geld kriegt. Einer nach dem anderen, aber nicht alle auf einmal. Ratatata! Geschafft! Die Tschechen schicken die Geburtsurkunde genau hierher. Also das glaube ich nicht. Ja, wenn ich dir sage, das Motorrad ist auch fertig, nur den internationalen Führerschein, den musst du selbst abholen, gell? Also, viel Spaß. Sascha, danke dir, gell? Danke. Übrigens, Sie werden von mir noch hören. Ja, das hilft jetzt alles nichts. Jetzt müssen wir heiraten. Du, gell? Mensch, Mama, schaust zu gut aus. Glaubst du, die Amerikaner halten mich so aus? Ja, freilich. Du, Mama. Wirklich leid, dass wir uns unter diesen Umständen... Na, unter welchen Umständen denn? Vielleicht denkt man in München, wir hätten unsere Portokasse für nicht-postalische Zwecke missbraucht. Also ich muss Ihnen ja wohl nicht sagen, dass so eine Revision ein ganz normaler Vorgang ist. Hier ist meine Legitimation. Ja. Sie entschuldigen mich, Frau Heise, zeigst du der Mama nur die anderen Räume, ja? Mhm, gern. Bis dann. Ja, Herr Staritz, hätten Sie Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich möchte zuerst meine Arbeit machen. Auch nachts? Wenn es sein muss. Selbstverständlich, Herr Staritz. Ja, bitte. Darf ich? Ja, sicher, Herr Graumeier. Was gibt's denn? Seit einigen Tagen kommen immer mehr ältere Kunden, die ihre Konten auflösen. Gerade hat die Frau Schuster angerufen. Na, Sie wissen schon, die Witwe vom Schießstandelbesitzer. Sie will heute Nachmittag vorbeikommen und ihre 20.000 abheben. Wenn's kommt, schicken Sie es doch rein zu mir. In Ordnung. Ist es nicht eine Schweinerei? Da verspricht doch so ein Gangster, die Renten zu verdoppeln und zieht den alten Leuten reihenweise das Geld aus der Tasche. Und kein Mensch macht was dagegen. Ja. Aber was sollen denn die Leute mit ihrem Geld machen? Die trauen sich doch gar nicht in diese Bankpaläste hinein. Ja. Schwellenangst. Die Bankpaläste, Mama, ist doch längst vorbei. Danke. Du musst mir sowas nehmen, Oma. Ah. Gut. Hast du gewusst, dass der viel Spitzmark herin heißt? Ja. Das weiß aber erst, wenn er tot ist. Das muss einem aber gesagt werden. Fanny, dass du so einem Schwindler dein Geld in den Rachen schmeißen, bloß weil er behauptet, dass eines Tages der Rente zu klein ist. Das ist sie ja auch. Fanny, du glaubst doch nicht, dass jemand deine Rente verdoppeln kann. Ja, warum denn nicht? Ich meine, das Geld, das sie den Rentnern nicht geben, das muss ja irgendwo anders abbleiben, oder? Und wenn da wer ist, der die Weichen richtig stellt... Fanny, das ist doch eine Illusion. Kein Mensch kann sein Geld verschenken. Und wenn er es tut, hat er bald keins mehr. Ja, also ich zieh mich dann zurück. Gute Nacht, Bernhard. Gute Nacht, Fanny. Gute Nacht. Gute Bratkartoffeln, Fanny. Ist was mit der Fanny? Ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen Heimweh nach Bayern. Oh. Puh, voll aus. Wenn man so überlegt, wir waren doch alle mal ganz plitsche Jungs, denen keiner was vormachen konnte. Muss man denn im Alter wirklich so knatterig werden, dass man an jeder Ecke beschissen wird, ohne was davon zu merken? Leg dich nicht auf, Alfred, bedienen. Ich will mich mal aufregen, das ist mein gutes Recht. So.
Noch jemand der Puddel? Für mich. Ja. Au! Alfred, oh, ist was? Das Bier muss zu kalt gewesen sein. Oh, oh Mist, so. Mensch, mach keinen Schwatz. Du, das kannst du doch nicht machen. Das ist ein Pfad, das ist ein Notarzt, aber schnell. Ein, zwei, drei Asse. Puh. Also, jetzt haben Sie doch tatsächlich schon wieder gewonnen, Herr Konsul. Weil er geschummelt hat, wie immer. Ja, mein leiblicher Sohn. Deshalb spielt er nicht mit mir. Oh, danke. Fühlen Sie sich wohl hier oben im Norden? Oh ja, Henrik ist zauberhaft. Mein zukünftiger Schwiegervater ist zauberhaft. Und was die kleinen täglichen Busseiten angeht, kann ich von beiden noch viel, viel lernen. Ja, aber vielleicht bleibe ich dir so lange gar nicht erhalten. Denn mir geht's gerade durch den Kopf, wenn Henrik endgültig die Bank übernimmt. Ja, wo bleibe ich? Wo bleibe ich? Vielleicht miete ich mich bei euch in Tegelsee ein. Wunderbar. Und Schweiger, Sie und ich machen Pläne, wie wir die Welt aufmischen würden, wenn wir 30 Jahre jünger wären. Ja. Und dann kalten Winterabend in eine Partie Monopoly. Da ruinierst du deine Mitmenschen wenigstens nur im Spiel. Das ist doch unverschämt. Aber mein Sohn. Was ist da mir? Schwiegertochter, spielen wir noch eine? Es bleibt ja in der Familie. Ja, aber nur noch eine Runde, denn die meine wartet auf mich. Ach, schade. Wahrscheinlich Herzinfarkt. Kein Wunder, wie der gelebt hat. Den ganzen Tag Karten spielen. Professor Brunnemann, bitte in den OP. Professor Brunnemann, bitte dringend in den OP. Sag mal, bist du... Jetzt hör auf, Maximilian, mein. Da dreht sich schon der Magen von alleine um. Wenn wir noch mit der Mama zum Italiener gehen, dann wäre es bestimmt wieder besser. Jetzt rätst nichts mehr vom Essen, ja? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, ich suche was für meinen Sohn. Was sieht er denn gerne? Ja. Ja, Fußball eigentlich. Wie wäre es denn mit den Höhepunkten der letzten Bundesliga-Saison? Ja, das nehme ich. Ein VHS, Super VHS oder Super 8? Oje, ich weiß gar nicht, was wir für einen Rekorder haben. Da müsste ich erst mal anrufen. Ja, drüben an der Säule ist dein Telefon. Ja, danke schön. Bitte. VHS, Super VHS. Super 8. Dann hat's ja doch geklappt mit Ihrer Traumstraße, Herr Dr. Sagra. Wann soll es denn losgehen? In 3 Wochen. Und wohin genau? Auf dem Motorrad durch Kalifornien. Das war die Idee von meiner Frau, meiner zukünftigen. Fährt sie mit? Sie werden's nicht glauben, ja. Wie schön. Dann hätten wir noch dieses Modell. Wollen Sie mal probieren? Ach, da fällt mir ein, ich bräuchte doch einen Regenkombi für meine zukünftige. Jetzt weiß ich aber nicht, was die für Größe hat. 36 oder 38. Ja, können Sie nicht telefonieren? Ja, die ist leider den ganzen Tag unterwegs, aber ich könnte vielleicht die Haushälterin anrufen. Ja, kann ich das irgendwo machen? Ja, kommen Sie. Ja, der Schuh passt prima.
Meine Tochter hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ja, an Herr Löhlen habe ich das schon vorgestellt. Und da hinten an der Kasse arbeitet der Herr Graumeier, auch ein einsamer Bayer im Land der Wikinger. Und das ist der Herr Rath, der ist für die Devisengeschäfte zuständig. Und da hinter der Tür arbeitet der zukünftige Schwiegersohn. So. Bitte sehr. Ja, Herr Mine, das ist aber eine Überraschung. Oh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, das ist unser Revisor, der Herr Staritz, das ist meine Kollegin Frau Heininger, die Frau Schweiger. Grüß Gott, Frau Schweiger. Es tut mir wirklich leid, dass wir uns unter diesen Umständen... Na, unter welchen Umständen denn? Vielleicht denkt man in München, wir hätten unsere Portokasse für nicht-postalische Zwecke missbraucht. Also ich muss Ihnen ja wohl nicht sagen, dass so eine Revision ein ganz normaler Vorgang ist. Hier ist meine Legitimation. Ja, Sie entschuldigen mich, Frau Heise, zeigst du der Mama nur die anderen Räume, ja? Mhm, gerne. Ja. Bis dann. Ja. Herr Staritz, hätten Sie Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich möchte zuerst meine Arbeit machen. Auch nachts? Wenn es sein muss. Selbstverständlich, Herr Staritz. Ja, bitte. Darf ich? Ja, sicher, Herr Graumeier. Was gibt's denn? Seit einigen Tagen kommen immer mehr ältere Kunden, die ihre Konten auflösen. Rat hat die Frau Schuster angerufen. Na, Sie wissen schon, die Witwe vom Schießstandelbesitzer. Sie will heute Nachmittag vorbeikommen und ihre 20.000 abheben. Wenn's kommt, schicken Sie es doch rein zu mir. In Ordnung. Ist es nicht eine Schweinerei? Da verspricht doch so ein Gangster, die Renten zu verdoppeln und zieht den alten Leuten reihenweise das Geld aus der Tasche. Und kein Mensch macht was dagegen. Aber was sollen denn die Leute mit ihrem Geld machen? Die trauen sich doch gar nicht in diese Bankpaläste hinein. Ja. Schwellenangst. Die Bankpaläste, Mama, die ist doch längst vorbei. Danke. Du musst mir sowas nicht mehr, Oma. Ah. Hast du gewusst, dass der viel Spitzmark herin heißt? Ja. Das weiß aber erst, wenn er tot ist. Das muss einem aber gesagt werden. Fanny, dass du so einem Schwindler dein Geld in den Rachen schmeißen, bloß weil er behauptet, dass eines Tages der Rente zu klein ist. Das ist sie ja auch. Fanny, du glaubst doch nicht, dass jemand deine Rente verdoppeln kann. Ja, warum denn nicht? Ich meine, das Geld, das sie den Rentnern nicht geben, das muss ja irgendwo anders abbleiben, oder? Und wenn da wer ist, der die Weichen richtig stellt... Fanny, das ist doch Illusion. Kein Mensch kann sein Geld verschenken. Und wenn er es tut, hat er bald keins mehr. Na? No. Überlegen Sie, was Ihr Mann gemacht hätte. War im Poker nicht zu schlagen. Ich will sehen. Gott sei Dank. Puh, voll aus. Wenn man so überlegt, wir waren doch alle ganz plitsche Jungs, denen keiner was vormachen konnte. Muss man denn im Alter wirklich so knatterig werden, dass man an jeder Ecke beschissen wird, ohne was davon zu merken? Leg dich nicht auf, Alfred, bedienen. Ich will mich mal aufregen, das ist mein gutes Recht. Sag hier mal, der Buddel. Für mich? Ja. Au! Alfred, ist was? Das Bier muss zu kalt gewesen sein. Mensch, mach keinen Schwatz! Das kannst du doch nicht machen! Du hast einen Infarkt, das soll ich... Notarzt, aber schnell! Ein, zwei, drei Asse. Also, ja. Jetzt haben Sie doch tatsächlich schon wieder gewonnen, Herr Konsul. Weil er geschummelt hat, wie immer. Ja, mein leiblicher Sohn. Deshalb spielt er nicht mit mir. Oh, danke. Fühlen Sie sich wohl hier oben im Norden? Oh ja, Hendrik ist zauberhaft. Mein zukünftiger Schwiegervater ist zauberhaft. Und was die kleinen täglichen Busseiten angeht, kann ich von beiden noch viel, viel lernen. Ja, aber vielleicht bleibe ich dir so lange gar nicht erhalten. Denn mir geht's gerade durch den Kopf, wenn Hendrik endgültig die Bank übernimmt. Ja, wo bleibe ich?
Wo bleibe ich? Vielleicht miete ich mich bei euch in Tegelsee ein. Wunderbar. Und Schweiger, Sie und ich machen Pläne, wie wir die Welt aufmischen würden, wenn wir 30 Jahre junge wären. Ja. Und dann kalten Winterabend in eine Partie Monopoly. Da ruinierst du deine Mitmenschen wenigstens nur im Spiel. Er ist doch unverschämt. Aber mein Sohn. Was ist, Hermine? Schwiegertochter, spielen wir noch eine? Es bleibt ja in der Familie. Ja, aber nur noch eine Runde, denn die meine wartet auf mich. Ach, schade. Wahrscheinlich in den OP. Professor Brunnemann, bitte dringend in den OP. Sag mal, bist du ganz allein? Na, aber die lassen mich doch nicht rein. Geld. Ich hab's zurückgekriegt. Gott sei Dank. Meine Rente hätte für uns beide nicht gelangt. Jetzt reg kein Schmarrn, Alfred. Du musst dich ausruhen. Übrigens, einen schönen Gruß von den Heiningers. Auch von Max? Was denkst denn du? Der sitzt draußen, aber sie lassen ihn da nicht herein. Wenn du ihn sehen willst, musst du schon hinausgehen. Ja. Gib mir Mühe. Du, die Frau Julia lass dir ausrichten. Wenn du über den Berg bist, dann soll ich dich wieder aufpäppeln. Und zwar drunten in Tegernsee. Auf ihre Kosten. Und solange wir wollen, ist es nix. Ich kann doch gar kein Bayerisch. Dafür können die kein Blatt. Haben wir den Grabert. Das ist die Durchschrift von Fannys Anzeige. Alles andere ist Sache der Staatsanwaltschaft. Da müssen wir nur aufpassen, dass sich der Bursche nicht absetzt. Ohne Geld. Mit 2,6 Millionen, das reizt. Wieso, das Geld ist doch längst angewiesen. An, aber nicht überwiesen. Das Geld ist noch nicht da. Was? Ich muss sofort den Staatsanwalt informieren. Oh, gut, dass ich Sie finde, Frau Heininger. Ich habe mir gerade den Vorgang Seniorenfonds Grabert angesehen. Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass ich in meinem Revisionsbericht darüber Meldungen machen muss. Ne? Dann vergessen Sie bitte nicht zu melden, wie viele alte Leute sonst ihr Geld verloren hätten. Es ist nicht meine Aufgabe zu kommentieren, sondern festzustellen. Und ich stelle fest, dass Sie sich in diesem Fall auf ein offensichtlich unseriöses Geschäft eingelassen haben. Was einen ersten Fall gelöst hat, Frau Kommissar. Nicht schlecht. Aber warten nur ab, bis der Staat jetzt erst mal Meldung an die Münchner Zentrale gemacht hat. Okay, da reiten wir doch schon längst über die Highways von Kalifornien und unser Revisor. Ja. Na, der nicht. Du, wir kannten ja eigentlich ein paar Jumbos früher nach Amerika fliegen. Ist denn dein Motorrad schon fertig? Keine Ahnung, aber der Sascha wollte sich drum kümmern. Dann kannst du da und das endlich, gut, dass Sie endlich da sind. So was habe ich noch nicht erlebt. Was ist denn? Seit wir diese Rentnermillionen haben, geht's jetzt zu wie beim Sommerschlussverkauf. Dagegen war der Überfall im letzten Jahr wie ein Kindergeburtstag. Frau Heidinger, Dr. Sager, Sie müssen etwas unternehmen, bitte. Bitte kommen Sie rein und sehen Sie sich das an. Gottes Willen.
Du Liebe, Sie haben von Graberts Verhaftung im Radio gehört. Plötzlich waren Sie da und verlangten Ihr Geld zurück. Das finden Sie in meinem Bericht wieder, auch wenn es niemand glaubt. Ja, Herr Staritz, das ist schon in Ordnung. Danke. Darf ich mal vorbei? Moment, Moment, ich bin gleich so weit. Ja. Ja, wo liegt denn das Problem? Schauen Sie sich mal die Beträge an. Das sind doch ganz normale Summen. Davon kommen wir schon. Die Heller stimmen, aber die Pfennige. Ach, ich verstehe. Also, Moment. Wie ist denn nicht mit unserem Geld? Einer von uns beiden muss die Leute jetzt beruhigen. Wer denn, du oder ich? Darf ich einen Augenblick um Ruhe bitten? Danke. Ich bin die Frau Heininger, die Leiterin der Bank, und ich verspreche Ihnen, dass jeder von Ihnen sein Geld kriegt. Einer nach dem anderen. Aber nicht alle auf einmal. Ratatata! Geschafft! Die Tschechen schicken die Geburtsurkunde genau hierher. Also das glaube ich. Ja, wenn ich dir sage. Das Motorrad ist auch fertig, nur den internationalen Führerschein, den musst du selbst abholen, gell? Also, viel Spaß. Sascha, danke dir, gell? Danke. Übrigens, Sie werden von mir noch hören. Ja, das hilft jetzt alles nichts. Jetzt müssen wir heiraten. Du Gay. Mensch, Mama, schaust zu gut aus. Glaubst du, die Amerikaner halten mich so aus? Ja, freilich. Du, Mama, was bringst man eigentlich aus Amerika mit? Was du willst. Bloß die Freiheitsstatue, die gebe ich nicht so gern her. Ein Baseballschläger hätte ich gern. Kriegst du. Frau Julia, Telefon aus München, der Herr Direktor. Ja, Auerbach? Spreche ich mit Frau Auerbach? Ja? Grüß Gott, Sagerer. Dr. Sagerer von der Bayernbank. Wie bitte? Bayernbank. Ach so. Jawohl. Frau Auerbach, ich möchte gerne mit Ihnen über Ihr Rentenkonto bei Herrn Grabert reden. Mit dem Tuning schafft Ihr Bruder nicht nur Kalifornien rauf und runter. Damit saust er auch im Tiefflug über den Atlantik, wenn es sein muss. Ja, dann bring es am besten und dann sitzt doch eine Schwimmweste an. Was heißt eine? Zwei, für seine Freundin auch noch eine. Er will wirklich mit seiner Freundin los? Na, na, umgekehrt. Wieso umgekehrt? Ja, sie mit ihm. Nein, Herr Feiler, Sie kriegen das Geld von uns zurück. Wir wollen nur, dass Sie Anzeige gegen den Herrn Grabert erstatten. Und was ist mit meinen 20%? Wir zahlen Ihnen doch keine 20% Zinsen. Also kein Mensch zahlt Ihnen 20%. Schauen Sie, dieser Grabert, das ist ein Betrüger. Doch, das ist doch Unsinn. Herr Feiler? Was auch immer im Augenblick hier vor sich geht, Herr Dr. Sagerer, ich warne Sie davor, eine Lawine ins Rollen zu bringen, die Ihnen über den Kopf steigen könnte. Wir versuchen nur, ein schwarzes Schaf des Geldgewerbes zur Strecke zu bringen. Ja, aber überschreiten Sie da nicht ein bisschen Ihre Kompetenzen? Ich meine, das ist doch eigentlich Sache der Polizei, ne? Wo kein Kläger, da keine Polizei. Und außerdem lassen Sie das bitte meine Sorge sein. Gut, ist ja alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Frau Heise? Frau Heise? Ja? Haben wir noch einen Kaffee? Ja, gern. Feiler, Frohmann. Mein Gott. Na, besser? Na, ich kann nicht verstehen, wie viele alte Leute die Wahrheit einfach nicht mitkriegen wollen. Einfach verdrängen. Vielleicht, weil ihnen im Leben die Wahrheit man verdammt wenig Glück gebracht hat. Aber ich kann ja nicht untätig zuschauen, wie dieser Grabert ihnen die gesamten Ersparnisse wegnimmt. Ach, tut er das? Na, schlimmer noch. Die Mitglieder des Solidarfonds verpflichten sich, Engpässe im Zinsfluss selbst schuldnerisch zu übernehmen. Das heißt, sie verpflichten sich freiwillig, Schulden zu machen. Das ist ein Ding. Dabei sieht der Mann ganz harmlos aus.
wenn ich die Fanny nur dazu kriegen könnte, Anzeige zu erstatten. Eine wird schon genügen, aber die ist genauso renitent und stur wie die anderen. Ja, da hilft nur noch ein Trick. Hör mal zu, mein Kind. Na, Vaterhack, das ist nicht mein Kragenweite. Dann ist Fannys Geld futsch. Und das der anderen alten Leute auch.